umgekehrte Reihenfolge zur Platzierung im ersten Durchgang. Und das heißt, Jolina macht jetzt hier gleich den Anfang, denn sie war Achte im ersten Durchgang. Dann Calvin und so weiter und so fort. Und den Abschluss macht wieder ja, der herausragende Top-Favorit hier, Fabian Hambüchen. So, dann wollen wir mal gucken, ob Jolina schon so langsam, aber sicher. Du müsstest, glaube ich, wenn wir jetzt direkt loslegen, dich in Richtung Sprungturm bewegen. Da ist sie. Soeben noch reingerückt in diesen zweiten Durchgang. Das heißt, sie hat auch schon punktemäßig einen ordentlichen Rückstand auf die da vorne, auf die Top 3. Darum geht es ja, unter die besten drei jetzt nach zwei Durchgängen zu kommen. Alles in Ordnung? Super. Gut, hast du gut gemacht. Danke. Ja, also der Treffer war 1A. Richtig rein, ne? Wie heißt das beim Basketball, wenn man den Ring nicht berührt? Ohne Knochen. In your face. Nein, das ist was anderes. Das ist, wenn du dem Verteidiger das Ding ins Gesicht schießt. Das ist ohne Knochen oder nothing but net, wie auch immer. Du bist ja der englischen Sprache sehr mächtig, verstehst das auch. Und wir warten in Ruhe auf Jolina. Was hat die denn jetzt für einen Sprung? Von 7,5 Meter, Handstand-Salto gehockt. Das ist ein Schwierigkeitsgrad 3,5. Und ich sag dir was, wenn der richtig gut gelingt, trotz ihrer relativ geringen Punktzahl in Durchgang 1, kann die noch einen Riesensprung nach vorne machen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das geht, unter die Top 3. Letztes Jahr hat die mit diesem Sprung die Halle zum Toben gebracht. Wo ist sie? Auf dem Weg. Und wo ist Laura? Auf dem Weg. Man weiß es nicht. Ja, sie wird gleich auftauchen, aber ja, du hast gerade gesagt, sie hat uns letztes Jahr sehr überrascht, dich dazu verleitet, einen Rückwärtssalto zu machen. Jetzt kommt sie gleich da oben an, auf 7,5 Meter. Und ja, sie braucht eine sehr, sehr gute Ausführung. Dann ist eine 60, 70 möglich bei 3,5 Schwierigkeitsgrad. Und dass sie das drauf hat, wirklich, das haben wir vor einem halben Jahr circa gesehen. Und den Walk hat sie auch drauf. Ja, sie hat weniger trainieren können durch den Dschungelaufenthalt, das muss man ganz deutlich sagen. Aber ich hätte jetzt fast gesagt, die Eier, die in der Hose hat, hatte, schlicht und ergreifend. Das ist ganz großes Kino und mach's noch einmal, Jolina. Auf geht's. Ja! Super! Sie kann es immer noch. Das ist ihr Sprung. Großartig. Jolina Mannen. Sie hat es wieder getan. Das macht Spaß. Ja, dann liefert die hier so einen ab. Da ging schon ein Raunen durch die Halle hier in Berlin. Und dann kommt die gut rein. Sie ist der Freak aus dem Freibad. Wahnsinn. Das ist ein super Sprung. Und der ist so schwierig, wenn du das nicht tagtäglich machst. Und jetzt bin ich gleich mal auf die Wertung der Richter, der Wertungsrichter gespannt. Denn der war schon gut. Der war schon wirklich gut. War ein bisschen schräg. Aber hey, Chapeau. Jolina, Buschi sagt, sie kann es noch. Was sagst du? Ja, ich habe ihn tatsächlich seit der letzten Show nicht einmal gemacht. Wow! Ja, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, einen anderen Sprung zu üben, um ja auch mal ein bisschen Abwechslung zu zeigen. Aber durch den Dschungel hat das alles nicht geklappt. Und, Never change a winning system. Es läuft wie eine Eins mit diesem Sprung. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich und ich glaube, das war ganz geil. Sehr geil war das. Top-Wertung. Du kannst ganz stolz sein. Vielen lieben Dank. Dein Applaus. Jolina. Danke. Ja, und wir haben es ja angesprochen. Das ist für den Sprung separat betrachtet eine Runde 75 gewesen. Ich will jetzt gar nicht drauf rumhacken. Stell dir mal vor, der Patzer im ersten Sprung wäre nicht gewesen. Dann wäre sie wahrscheinlich, soweit lehne ich mich raus, wieder unter den Top 3 gewesen im Finale. Das ist jetzt noch nicht vorbei, aber jetzt hängt es
sie ist abhängig von dem, was die anderen springen. Aber der war final würdig, der Sprung, ohne Wenn und Aber. Auf jeden Fall. Und der Kollege, der jetzt kommt, der war ja eben durchaus sehr überrascht darüber, dass es im Synchron so gut geklappt hat mit seinem Synchronpartner, mit Tobi. Jetzt darf er wieder alleine ran. Ne? Nochmal kurz posen, pumpen. Calvin Kleinen mit einem anderthalbfachen Salto vorwärts gehockt. Von 5 Metern Schwierigkeitsgrad 3,0. Der muss sehr gut ausgeführt werden, ja, um an Jolina vorbeizugehen. Aber der hat Bock, der Pumper. Ja, der war ja ordentlich, der war auch gut, aber er überdreht am Ende. Ne? Er schlägt die Beine ein bisschen über. Hier, der ist gut, das ist eine schöne Haltung. Und jetzt ist er früh fertig und dann schlägt er aber über. Und das ist natürlich ein hoher Spritzfaktor. Das ist alles in Ordnung hier. Und dann, er wird sich knapp hinter meine Vermutung Jolina einreihen. Damit. Ich habe gar nicht mehr so ganz im Kopf, wie groß sein Vorsprung aus Durchgang 1 war. Riesig. Er ist schon bei Laura. Ja, das mit dem Überdrehen kennen wir ja von Calvin. Platz 2, das ist deine Wertung. Wie hat sich der Sprung für dich angefühlt? Ey, hättest du mir gesagt vor einem Monat, dass ich so einen Sprung mache, hätte ich gesagt, du bist so bekloppt. Ja, du bist jetzt der King of Currywurst im Freibad und bei dem nächsten Dating-Format. Herzlichen Glückwunsch, das mit den Sprüngen hast du drauf, Calvin Klein. Ja, Dankeschön. Ja, auch gut. Also, da hat er ja vollkommen recht. Die machen das ja nicht seit Wochen, Monaten, Jahren. Und da kann man nur sagen, klasse von Calvin. Aber soll ich mal einen Tipp abgeben? Jetzt kommt's. Ich glaube, dass Jolina mit dem, was wir da gerade gesehen haben, unter die Top 3 nach diesem zweiten Durchgang. Meinst du? Ich glaube das wirklich. Es kommen noch ein paar. Ja, aber die hat 75 Punkte gemacht mit dem zweiten Sprung. Lass mal abwarten, weil wenn du mal auf die Schwierigkeitsgrade auch von den anderen guckst. Jetzt gucken wir erstmal den Marc Terenzi an. Ja, ich glaube, der ist ja auch nicht unehrgeizig und der ist auch gut, hat er letztes Jahr schon bewiesen. Ja. Und in diesem Jahr hat er ja noch Potenzial nach oben, aber vielleicht sehen wir das genau jetzt. Hier ist Marc Terenzi. Ja. Was macht er denn? Vom 3-Meter-Brett ein Delfinsalto gehockt, Schwierigkeitsgrad 3,0. Muss auch sehr gut ausgeführt werden. Ja, die Eintauchphase, da hat nichts gespritzt. Mir fehlte so ein bisschen Körperspannung, aber das wird eine passable Wertung, eine gute Wertung. Guck mal. Und jetzt achte mal, da spritzt es so gut wie gar nicht. Er hat die Arme und Hände schön am Körper. Wie gesagt, Körperspannung gar nicht so extrem, aber dafür ist diese Eintauchphase gut. Und jetzt gucken wir mal. Er ist auch schon bei Laura. Ich glaube, er ist auch hinter Jolina. Meinst du? Wir schauen mal auf deine Wertung, Marc. Platz 2. That's crazy. Ist eine gute Wertung. Auf jeden Fall. Das war etwas gegen mein... Ich weiß nicht. Ich habe nie gedacht, ich würde sowas machen. Wieso? A forward spring, so in a pool from 3 Meter. Ich habe nie gedacht. Ja, aber hast du gemacht. Hast abgeliefert, hat ganz gut funktioniert. Puschi und Jan waren hochgradig zufrieden. Du darfst es auch sein. Marc Terenzi. Thank you.